Ja, einen wunderschönen Vormittag heute, etwas sonnig hier bei uns in Oberösterreich. Danke für die Zeit zu unserem Manage Engine Overview Webcast live. Und mit den kleinen Hausregeln möchten wir kurz beginnen. Und zwar haben Sie im Meeting Nestec.at ja die Möglichkeit, hier Fragen zu hinterlassen über den Chat oder die Fragensektion. Bitte die jederzeit gerne stellen. Ich werde die bei jeweiliger Gelegenheit oder im Anschluss an die Präsentation als solche dann individuell gerne beantworten und darauf eingehen, auch für alle allgemein zugänglich dann nachher. Das Webinar wird aufgezeichnet. Ihre Mikrofone sind wohl alle stumm geschalten. Daher die Fragen heute entsprechend bitte verschriftlichen. Jedenfalls geht es heute um das Thema Schwerpunkt Identity and Access Management. Die Manage Engine, den meisten hier Teilnehmern ja bekannt über das eine oder andere Produkt, das sie bereits einsetzen. Die Manage Engine hat ja einen ganzen Karton an Lösungen, über 90 Einzelprodukte, Einzellösungen sind es, die im Portfolio von Manage Engine zu finden sind. Wir gehen dann in Folge auch nochmal ganz kurz darauf ein. Heute haben wir den Schwerpunkt, wie gesagt, Identity und Access Management. Das ist in erster Linie mal AD, aber auch M365. Und in Folge dann auch weitere Lösungen, die halt in diesem Bereich angesiedelt sind. Weitere Schwerpunkte von der Manage Engine sind Endpoint Management, die CM-Lösungen, also Log-Analyse und so weiter und Operations Management generell. Wir haben hier zusätzlich, die meisten kommen ja aus dieser Richtung, dann noch Enterprise Service Management, ESM. Für all diese Schwerpunktthemen werden wir in den nächsten, in den kommenden Tagen und Wochen entsprechende Overview-Webcasts ausschreiben, so wie diesen hier. Daher bitten wir dann auch vielleicht im Anschluss noch um ein Feedback, das Sie gerne auch per E-Mail dann noch droppen können, um zum Beispiel Wünsche zu platzieren oder Verbesserungsanregungen für Content oder Informationsgehalt geben zu können. Legen wir jetzt einfach los. In dem Bereich haben wir in erster Linie mal Active Directory. Active Directory Auditing und Reporting ist eine der Lösungen von Manage Engine. Und wie man hier an diesem Screen-Titel auch schon sieht, befindet sich das in unserem Fall jetzt in dieser sogenannten AD360-Lösung. Die AD360-Lösung ist, wie bei der Manage Engine üblich, eine Sammlung an einzelnen Lösungen und Produkten in einer Oberfläche. Wir switchen dann nachher gleich auf die Oberfläche. Dann sehen wir das im Detail, was hier genau gemeint ist. Im AD360 ist eben unter anderem dieser AD Audit, also der Real-Time Active Directory Audit and Reporting. Wir finden hier Funktionalitäten wie Echtzeit-Monitoring, User Behavior Analyse, Audits von erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Logon-Versuchen, die ich dann wiederum über den Analyzer mir ausgeben kann, zu sagen, okay, da gibt es gewisse Premium-User in meinem Netzwerk, die sich zu untypischen Zeiten anloggen. Dann habe ich hier entsprechend die Informationen, Alarmierungen und kann entsprechend reagieren. Wichtig ist bei der Manage Engine immer ganz besonders, die sind sehr stark, was die Thematik Reporting und so weiter betrifft. In jedem der Lösungen sind umfangreiche Reportings vorgefertigt enthalten, ready to use. Und ich habe in der Regel aber die Möglichkeit, mir meine eigenen Reports über wenige Mausklicks zusammenzustellen, um so ein ganz gezieltes Berichtswesen zum Beispiel für die eigene Compliance-Vorgaben oder für die Geschäftsführung und so weiter abgeben zu können.
Mit Komponente in diesem Themenbereich ist auch das AD Self-Service Passwortmanagement, welches über ein dezent im Hintergrund gehaltenes, aber doch sehr mächtiges Feature, nämlich das Single Sign-On an die Domäne und aber auch an Cloud-Lösungen mit anbietet. Wenn man dem Produkt das jetzt auch nicht anmerkt, das Produkt heißt ja AD Self-Service, AD Self-Service Plus. Jedoch ist es so, dass natürlich einer dieser Key Features eben diese Erweiterung für Single Sign-On ist, und zwar auch zum Beispiel in Richtung Microsoft 365 und so weiter. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, hier entsprechend auch ein Multifaktor-Authentifizierung, zum Beispiel für Ihre Desktops, Windows, Mac und so weiter, einzuführen. Das alles leistet dieses Produkt, das auch von der preislichen Seite her extrem attraktiv ist. Ist eine wirklich große Empfehlung unsererseits, sich das mal genauer anzusehen. Wir haben dann noch im Exchange-Bereich, also im Messaging-Bereich, Exchange und Skype for Business, Reporting, Auditing, Monitoring. Auch in diesem Segment ist man gut beraten, wenn man das Ganze ein bisschen im Auge behält. Hier ist es tatsächlich auch so, dass nicht nur On-Premise-Exchange-Umgebungen hier abgedeckt werden können, sondern auch die Integration mit Exchange Online, M365 und so weiter. Last but not least haben wir gewisse Active Directory Free Tools, die zeige ich dann in der Live-Ansicht auch ebenfalls her. Hier sind ein paar wirklich dezent versteckte sozusagen Funktionalitäten, wie zum Beispiel das Monitoring, ob es lokale User auf den einzelnen Maschinen gibt und auch gleich die Deaktivierung oder Aktivierung dieser User-Accounts auf den jeweiligen Notebooks, Desktops und so weiter. Schwerpunkt ist definitiv in diesem Bereich der sogenannte AD Manager Plus. Mit einem ganzen Rattenschwanz an Funktionalitäten kann ich im AD Manager Plus, wie der Name schon sagt, Active Directory, aber auch M365 oder Google Verzeichnisse, Benutzer, Strukturen und so weiter managen und auch automatisieren. Das Management als solches ist vielleicht in einem Netzwerk mit 10 Usern und so weiter auch manuell jedenfalls zu schaffen. Gruppenzugehörigkeiten von Anwendern, Zugriffsrechte und so weiter. Aber im mittleren und größeren Bereich ist es dann absolut sinnvoll, hier entsprechende Werkzeuge zu benutzen. Unter anderem deshalb, weil ich zum Beispiel Bulk-Aktionen auf Userkonten oder auf Gruppenkonten machen kann. Ich kann gewisse Funktionalitäten automatisieren und nicht technische Personen damit beauftragen, in meinem Active Directory diverse Dinge zu pflegen. Klassisches Beispiel wäre, dass man im AD Manager jemanden aus dem Personalwesen mit dazu nimmt in die Administration, diesem eigene Active Directory oder User Onboarding Formulare bereitstellt. Der Personaler weiß ja im Prinzip, wie dieser Mensch dann heißen wird, welche Funktionen im Unternehmen er haben wird. Und über die Präkonfiguration dieser Formulare und Workflows, die dann allenfalls dahinter stehen, wird der User im Active Directory korrekt provisioniert, korrekt den ganzen Gruppen zugeordnet und das Ganze ohne Zutun eines doch meistens ja sehr gut ausgebuchten, ausgelasteten IT-Menschen. Zusätzlich kann das Active Directory Manager Plus auch noch ein Backup und Recovery machen, eine ganz eine schlaue Funktionalität, um zum Beispiel eben sämtliche AD-Objekte einfach regelmäßig wegzusichern. Wenn dann irgendwas passiert, was ich, man löscht ja Gruppe irrtümlich oder was auch immer, dann habe ich die Möglichkeit, auch einzelne AD-Elemente wieder zu restaurieren. Diese Lösung gibt es unter anderem auch als Einzelprodukt, Backup und Recovery. Und was an diesem Produkt wieder
typisch Managed Engine. Ein verstecktes Premium-Feature ist, muss ich sagen, ist, dass ich hier auch Postfächer mit sichern kann. Also ist nicht nur AD-Objekte, sondern ich kann auch Postfächer mit sichern. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich im M365 bin, habe ich da Postfach-Backup. Ja. Da muss ich mir nicht unbedingt eine entsprechende vertikale Lösung anschaffen, sondern das ginge auch mit dem AD-Backup and Recovery-Tool. Da ist es schwierig, die Produkte und Lösungen auch immer so namentlich so zu benennen, dass sie alle Funktionalitäten und Features dann wirklich darstellen, was da in der Regel häufig dahinter steckt. Jetzt kommen wir zu einer leeren Folie, weil ich wollte eigentlich hier sie nicht großartig zu müllen mit irgendwelchen mehr oder weniger meist relativ langweiligen Folien, Texten und so weiter, sondern diese leere Folie bedeutet, wir schalten jetzt gleich mal um auf die Live-Ansicht. Das sollte hier jetzt jeder zu Gesicht bekommen. Zunächst einmal, wie vorher angekündigt, möchte ich prinzipiell zwei, drei Worte über die Welt der Managed Engine verlieren, für den Fall der Fälle, dass Sie hier jetzt noch nicht so vertraut sind damit. Ich muss hier kurz meine Messages zumachen, so, dann haben wir das. Hier haben wir mehrere Segmente, wie schon erwähnt. Wir haben Identity und Access Management, ESM, Enterprise Service Management, Unified Endpoint, IT Operations, Security Information und weitere Tools wie Advanced Analytics und viele Cloud-Lösungen, auch einen Lösungsschwerpunkt für MSPs, also sprich für Managed Service Provider, also Menschen, die dann IT-Dienstleistungen an Kunden, an Unternehmenskunden liefern und diese auch entsprechend verwalten, pflegen und abarbeiten. Heutiges Thema ist, wie gesagt, Identity and Access Management. Hier haben wir zum einen in dieser großen Gruppe eben AD-Manager, AD-Audit, das haben wir schon gemacht, AD-Self-Service, Exchange-Reporter und den Recovery-Manager. Dieser Recovery-Manager ist auch jener, der diese Backups und Restore macht für AD-Gruppen, aber auch eben, wie gesagt, für Microsoft 365 und On-Premise Exchange. Hier kann ich wirklich einzelne Elemente, aber nicht halt nur E-Mails, sondern auch Kalenderelemente und so weiter sichern und wiederherstellen. Ist sozusagen ein kleiner Geheimtipp. Hier sieht man auch noch in den Listen, dass Managed Engine zu allem Unfug, sage ich manchmal ganz gerne, zu allem Unfug auch die Lösungen auf verschiedenen Plattformen anbietet und in verschiedenen Varianten. Wir haben zum Beispiel beim AD Manager Plus die klassische On-Premise-Variante, macht natürlich ausschließlich Sinn, hier ein Active Directory Management im eigenen Netzwerk zu betreiben. Darum auch das On-Premise. Das Ganze gibt es auch für MSPs, also für Managed Service Provider, um hier ein entsprechendes Angebot an Kunden anbieten zu können. In diesem Bereich gibt es dann das AD360, das ist jenes Produkt, worauf uns wir heute dann in der Live-Demo auch noch konzentrieren werden. Bei der Managed Engine ist es so, dass man hier eben zum Beispiel diese einzelnen Lösungen eben funktionalitätsmäßig, es gibt ja dann meistens eine Professional, Enterprise und Standard Edition oder so in der Richtung, ja, die dann je nach Edition noch über mehr oder weniger Funktionalitäten und Features verfügt. Aber ich kann all diese Produkte auch immer bundeln. Diese Bundles sind dann sozusagen wie Module in einer einzelnen Lösung drinnen. Der AD360 ist in diesem Fall für diese AD-Thematik die Oberfläche oder das Zentralprodukt, in dem ich alle Module bundeln kann und dann in einer Oberfläche auch wirklich auf die einzelnen Lösungen zugreifen kann. Identity 360 wäre dann in der Richtung, das Ganze in die Cloud zu schieben, hier auf jeden Fall Single Sign-On-Funktionalitäten zu haben und vieles mehr.
Ebenfalls zu diesem Thema Identity and Access Management gehört natürlich Password Manager Pro, Access Manager Plus, Key Manager. Diese drei Produkte, der PMP, Access Manager und der Key Manager wiederum, sind auch in der PAM360-Lösung dann gemeinsam vereint. Das ist aber heute nicht unser Thema. Dafür gibt es ein separates Webcast, weil mit diesen Active Directory-Lösungen decken wir schon ordentlich was ab. Wir haben auch Enterprise Service Management, also Service Desk klassischerweise, und als Alternative gibt es Support Center Plus. Support Center Plus gibt es auch nur on-premise während der Service Desk, den gibt es lokal installiert in der Cloud und als MSP-Variante. Der Unterschied zwischen den beiden Produkten ist, dass sich Support Center mehr oder weniger für eine Service-Plattform für überwiegend externe Tickets darstellen kann. Hier ist es so, dass ich quasi Kundensupport leiste, während der Service des Plus im Großen und Ganzen für das Inhouse, aber nicht nur für die IT, sondern eben auch zum Beispiel für Housekeeping, fürs Personalwesen und so weiter. Daher auch der Name Enterprise Service Management. Also alle Dienstleistungen, die das Unternehmen an sich selbst und seine Mitarbeiter bringt, decke ich im Service des Plus ab. Möchte ich Kundenservice in erster Linie machen, wäre es das Support Center Plus. Die beiden Produkte sind sich trotzdem sehr ähnlich. Auf einer GUI von den Funktionalitäten her haben halt andere Schwerpunkte. Mit dazu gehört hier auch dieser Asset Explorer, den ich insbesondere im Service des Plus teilweise sowieso integriert habe, um auch CMDB führen zu können, um IT Asset Management machen zu können. Womit man auch nahtlos übergeht zu diesem Unified Endpoint Management. Hier ist es so, dass mehr oder weniger Asset Explorer wieder eine Untermenge wäre, die zum Beispiel eben in einem Endpoint Central als zentrales Hauptprodukt, so wie diese 360-Produkte in den anderen Themen, hier der One-Stop-Shop sozusagen ist für alle Funktionalitäten. Mobile Device Management, Patch Management, OS Deployment, Remote Access, ist alles auch zentral im Endpoint Central vereint. Eine Ausnahme bildet hier wieder RMM Central, das ist die MSP-Variante hier aus diesem Themenbereich. Sehr interessant ist auch, dass im Endpoint Central auch einige Endpoint Security-Lösungen als Modul oder auch als eigenständiges Produkt natürlich buchbar enthalten sind. Hier haben wir zum einen den Vulnerability Manager, der Hand in Hand natürlich ein bisschen mit diesem Patching und so weiter geht. Das heißt, hier werden Schwachstellen monitort und auch gelöst quasi, aber jetzt nicht nur was das Patching betrifft, sondern auch eben offene Ports, Behaviors und so weiter. Device Control Plus, USB-Kontrolle sozusagen vereinfacht gesagt, dass ich wirklich mit MAC-Adressen einzelne Devices im Netzwerk erlauben und alles andere verbieten kann, nur als Beispiel. Selbiges mit Application Control, ist ebenfalls auch Bestandteil von Endpoint Central, aber auch als Standalone-Lösung verfügbar. Im Application Control habe ich so Black- und Whitelisting und Graylisting von Applikationen und kann auch einen Applikationskatalog im Unternehmen zur Verfügung stellen, welcher dann im Selbstservice vom jeweiligen Anwender einfach installiert werden kann. Das heißt, da habe ich zum Beispiel Acrobat Reader, darf jeder haben. Ja, ich rolle den jetzt aber nicht überall aus, sondern der dann braucht, darf sich das aus meinem Application-Katalog selbst installieren, braucht dazu aber natürlich keine Super-User-Rechte auf seiner eigenen Maschine, weil die ist eben der Application-Control-Service, der dann lokal läuft, für ihn erledigt. Browser Security auch wieder im Endpoint Central als Bestandteil und im Vulnerability Manager als Bestandteil drinnen im Paket sozusagen. Hier kann ich wirklich Browser auf den Desktops vorkonfigurieren und einfach gewisse Vorgaben, was zum Beispiel Cookies betrifft oder was das Speichern von Logon-Daten oder Kreditkartendaten und so weiter betrifft, vordefinieren und entsprechend auch blockieren. Das heißt, die Menüs gibt es dann zum Beispiel auch in diesem Browser erst gar nicht mehr. Und die Endpoint Data Leak Prevention ist ein eher neues Produkt jetzt von Manage Engine. Da geht es dann noch einmal einen Schritt weiter. Hier werden dann noch so Maßnahmen getroffen, um zum Beispiel Verschlüsselungstrojaner oder Broadcasting von Daten auf irgendwelche
obskuren Seiten und so weiter zu vermeiden. Dann gibt es das Thema IT Operations. Hier ist Premium-Produkt natürlich der OpManager Plus bzw. OpManager. Die beiden Produkte sind sicher identisch, werden nur verschieden lizenziert und der OpManager als solche gibt es auch als MSP-Variante. Das ist ungefähr dasselbe wie Endpoint Central, wo ich eben meine ganzen Devices drinnen habe, also Server-Workstations und so weiter. Beim OpManager sind es dann natürlich die Netzwerk-Devices, Router, Switches und so weiter. Dieses Ding kann im Großen und Ganzen wirklich alles, was man sich nur vorstellen kann, ist dadurch auch entsprechend komplex, sage ich jetzt einmal. Und was auch dazu kommt, ist auch sehr stark an Technikern orientiert. Du hast die Lernkurve beim OpManager auch ein bisschen größer. Ja. Dafür kann ich dann so Dinge machen, wie zum Beispiel Firmware sichern und neue Firmware aktualisieren auf meine WLAN-Router und so weiter. Und das Ganze vielleicht sogar automatisieren oder mit der Hand monitoren und viele Dinge mehr. Ich kann Performance-Monitoring fürs Netzwerk machen, Bandbreitenanalyse machen, etc. pp. Auch hier im OpManager Plus sind diese ganzen Bestandteile wieder enthalten, wie NetFlow Analyzer, Network Configuration Manager, Firewall Analyzer und diese OpUtils, die man sich so auch entsprechend beschaffen kann, da diese überwiegend kostenfrei sind. Application Manager hatten wir schon, das geht natürlich auch für den Performance Monitoring im IT Operations. Seit 24 ist eine Lösung, die wir zum Beispiel auch verwenden, um einen öffentlichen Status von Rechenleistungen, die wir erbringen, darzustellen. Das geht so, dass mehr oder weniger hier Monitors eingerichtet werden für gewisse Services. Wir haben einige Services, die wir an unsere Partner in erster Linie und auch an Endkunden liefern. Wir haben auch ein paar Softwareprodukte draußen am Markt sozusagen, öffentlich Public Softwareprodukte. Die werden über seit 24/7 von uns gemonitort und wir stellen dieses Monitoring auch zur Verfügung. Vielleicht kennen Sie das, dass man eben einfach eine Statusseite hat, wo man dann entsprechend sieht, die Services sind ja online, da muss an mir liegen und so weiter. Dieses 24/7 wieder und dieses Alarms ist ein Alarmierungssystem, das auch auf seit 24 basiert. Die Netzmanagement. Im SIEM-Bereich haben wir wieder dieses Thematik 360-Produkt. Also im SIEM-Bereich haben wir Event-Log-Analyzer drin, Firewall-Analyzer drin, der partiell auch schon im OpManager drinnen war. Dazu passt auch AD-Audit. Natürlich gehört das auch zur Log-Analyse mit dazu. SharePoint-Manager. Manche Lösungen finden sich entsprechend an mehreren Stellen wieder. Wenn man zum Beispiel das AD Audit nimmt, das findet sich jetzt im AD 360, aber auch zum Beispiel im Log 360 als Modul. Sehr schön ist die Lösung Data Security Plus hier. Ist unter anderem auch dieses auch einzelne erhältliche File-Analyse drinnen. Data Security Plus ist ein File-Auditing und Data Leak Prevention System, welches Ihnen insbesondere NAS und File-Server und so weiter monitort. Hier immer schaut, dass die richtigen Berechtigungen und so weiter drinnen sind, alarmiert, falls sich hier etwas auf unerwünschte Weise ändern sollte und aber auch zum Beispiel verhindert, dass Unternehmensdaten einfach über geöffnet auf einen USB-Stick kopiert und so diese Dinge werden. Das ist Data Leak Prevention sozusagen. Und dann gibt es auch noch eine Data Risk Analyse mit drinnen, dass man eben zum Beispiel sagt, ich muss eine gewisse Compliance einhalten. Zum Beispiel darf ich keine Kreditkartendaten irgendwo abspeichern. Data Security Plus ist dann die richtige Analyse. Oder File Analysis würde ich ja auch schon reichen, um zu sagen, gib mir alle Files bei uns im Netzwerk, wo Kreditkartendaten gespeichert sind, damit ich hier eben entsprechend eine Compliance-Übersicht habe, ein Reporting machen kann. Thema IT-Analyse, hier wäre ein bisschen Cloud-Cost-Management drinnen. Analytics Plus ist immer ein Modul für verschiedenste Produkte. Das kann ich zum Beispiel im Service Desk benutzen oder in anderen Manage Engine-Lösungen, um hier noch mehr Reports und noch mehr KI-driven
und Big Data-driven Analysemöglichkeiten hier zu haben. Es gibt dann noch so eine kleine Entwicklerplattform, das geht dann schon in Richtung Zoho. Die Managed Engine ist ja ein Unternehmensteil der Zoho-Gruppe. Das ist wahrscheinlich etwas, was mit dem die meisten Menschen etwas anfangen können. Es gibt jede Menge Free Tools natürlich. Und Zoho hat selbst auch dann nur mal ungefähr gefühlte 100 Lösungen, die eher so in Richtung Business Management und so weiter gehen. Wir selber, Nano, verwenden sehr viel auf dieser Basis von Zoho. Unser Ticketsystem zum Beispiel ist nicht Service Desk, sondern Zoho Desk. Auch zu diesen Zoho-Plattformen wird es nochmal einen eigenen Webcast geben, weil wir sind eigentlich jetzt viele Jahre auf diesen Lösungen unterwegs und auch entsprechend zufrieden und können hier schon einiges an Erfahrung mit den Interessenten teilen. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema sozusagen. Das war jetzt mehr oder weniger die Übersicht. Ich hoffe, ich habe hier doch ein bisschen Chance gehabt, die komplexe, umfangreiche Welt von Managed Engine ein klein wenig zu beleuchten. Wir sehen jetzt hier am Beispiel AD360 auch nur mal ganz genau, wie das denn mit diesen einzelnen Produkten, die dann zusammengefasst wiederum in anderen Produkten vorkommen, wie sich das in der Praxis dann so darstellt. Wir haben hier eben AD360 und da sieht man schon, dieses AD360 besteht zum einen natürlich aus der AD360-Oberfläche, aber ich habe hier AD Manager, AD Audit, Self-Service, Exchange Reporter und weitere Lösungen, die ich dann hier aufrufen kann, mit drinnen. Gerade das AD360 ist auch so gestaltet, dass ich hier jetzt nicht ein Setup mit AD360 habe, sondern dass die einzelnen Produkte entsprechend installiert werden. Also AD Manager wird installiert, AD Audit wird installiert. Ich muss das allerdings nicht alles einzeln machen, sondern beim AD360 Setup werde ich gefragt, welche Komponenten dass ich denn haben möchte, welche dass ich lizenzieren möchte. Und diese Komponenten werden dann gleich automatisch installiert. An dieser Stelle auch sehr wichtig ist immer, dass wir, aus meinem Munde klingt das natürlich immer etwas verrückt, ja, als exklusiver Managed Engine Partner für Österreich, das zu sagen, aber wir, die Nestec gibt es jetzt schon seit mehr als 20 Jahren. Wir machen eigentlich ausschließlich Software-Distribution seit dieser Zeit, bisschen harte natürlich, ja, und ich werde nicht müde zu betonen, dass die Managed Engine in unserem Portfolio jetzt und in den vergangenen 20 Jahren einer der angenehmsten und besten Lieferanten ist, die wir eigentlich je hatten. Das beginnt jetzt von der Flexibilität, wenn man irgendwelche Spezialdinge eben braucht, bis hin zum Pricing, das eigentlich im Vergleich, im internationalen Vergleich mit anderen gleichwertigeren Lösungen, sofern es die überhaupt gibt, ja, im wirklich unteren Bereich, also absolut fair ist. Auch das Pricing für Upgrades und so weiter ist super fair berechnet, was meistens bedeutet, dass es für uns ein bisschen Aufwand ist, überhaupt diese Preiskalkulationen und so weiter zu machen, da wirklich ganz, ganz straight und ordentlich und sauber hier gearbeitet wird. Und mithin auch einer der Punkte ist natürlich die Unterstützung, die Informationen, die man bekommt. Die Managed Engine-Mitarbeiter sind sehr engagiert, was das betrifft. Natürlich sind sie keine Götter, sie können nicht immer alles sofort und gleich lösen und wissen. Das ist soweit, denke ich, klar. Allerdings steht mir in jedem Produkt immer unmittelbar Hilfe zur Verfügung. Jetzt mal abgesehen davon, dass man sich natürlich jederzeit an uns Nestec wenden kann, ist es tatsächlich so, dass ich in den meisten Produkten oder dann zumindest letztendlich auf der Webseite von Managed Engine immer einen Live-Chat habe, sehr häufig auch 24/7, wo ich dann einfach meine kleinen Fragen oder wie mache ich das jetzt oder ich habe da ein komisches Verhalten, kann sich das erklären und so weiter, stellen kann.
muss natürlich auf Englisch passieren. In dem Fall die meisten, die allermeisten Techniker, die hier entsprechend abheben, sind auch gut ausgebildet, was die englische Sprache betrifft. Und die allermeisten Situationen ist es auch so, wenn ich zum Beispiel im AD360 hier über diese Icons einen Live-Chat aufmache, dann treffe ich auch bereits einen Techniker dort im Live-Chat an, der genau eben explizit für dieses Produkt geschult ist sozusagen. Also man landet dann nicht in einer zentralen Stelle, der dann keine Ahnung hat, dass er sich irgendwen raussuchen muss, der dann für dieses Thema jetzt passen würde, sondern da sind dann auch wirklich schon Menschen da, die eben genau sich mit AD360 oder mit AD Manager oder auskennen. Außerdem gibt es einen wirklich, darum bin ich jetzt auf dieser Seite, umfangreichen Pool an Informationen neben den Webcasts, die wir zum Beispiel machen, nach den Workshops und so weiter, gibt es auch immer wieder Events, sehr häufig auch zu speziellen Themen. Cyber Security and IAM Seminar 26. Oktober, 15. November. Also findet immer irgendwas statt, auch zu verschiedenen Timeslots, sodass man auf jeden Fall mitmachen kann. Das findet man auch direkt im Produkt drinnen. Bei den meisten Produkten ist das so, dass ich das hier habe. Man kann sich allerdings auf die Manage Engine Webseiten das auch immer anschauen, beziehungsweise sich in den Newsletter eintragen lassen. Man darf in dem Produkt auch durchaus Feature Requests hinterlassen und wir haben das auch schon öfter gemacht im Auftrag von Kunden oder auch, weil wir selbst das Gefühl hatten, okay, da könnte irgendwas besser sein oder da könnte was anders sein. Und es ist tatsächlich so, dass die nicht einfach nur bloß stupid in eine Datenbank reinlaufen und kein Mensch schaut sich das jemals an, sondern da gibt es auch tatsächlich einen Sachbearbeiter, der schaut sich das an, stellt vielleicht sogar Fragen, wie man das meint oder wie man glaubt, wo das am besten integriert wäre und so weiter. Und kippt dann tatsächlich diese Funktionalitäten ein. Und uns ist es auch häufig so gegangen, dass wir dann nach Tagen, Wochen oder Monaten nach unserem Feature-Request dann auch nochmal das Ticket geöffnet bekommen haben und wo dann drin steht, okay, im Release sowieso ist das jetzt implementiert, ungefähr in der Richtung, wie ihr euch das vorgestellt hattet. Man kann Live-Support machen, man kann E-Mail-Support machen, man kann jederzeit eine Proof-of-Concept-Demo sich geben lassen von einem entsprechenden Menschen. Da kriegt man einfach Termin, ist kostenfrei und ich kann mir zeigen lassen, Best Practice aus diesem Produkt. Es gibt Handbücher, ich kann die Logs uploaden und viele andere Möglichkeiten hier. Generell ist es so, dass die AD360-Plattform eben, wie gesagt, aus verschiedensten Komponenten besteht. Ich kann die alle oder einen Teil davon lizenzieren und dann steht mir halt dieser jeweilige Teil zur Verfügung. Das heißt, dieser Ribbon mit den einzelnen Lösungen wird immer da sein, aber wenn ich dann zum Beispiel eben kein M365 Tool installiert habe, dann kann ich da zwar draufklicken und dann wird dann aber, du hast keine Lizenz für das. AD360 ist dann dazu da, drüber gestülpt über diese einzelnen Lösungen zu sein und hier eben ein unter anderem ein Dashboard anzubieten für die einzelnen Komponenten, AD Manager, AD Audio Plus, das heißt, ich muss nicht ins einzelne Produkt einsteigen, um mir hier zum Beispiel mal einen groben Überblick zu verschaffen, was denn hier entsprechend los ist. Ich sehe das für die einzelnen Komponenten, die hier entsprechend gemanagt sind. In dem Fall haben wir hier nur diese eine Organisation. Es gingen natürlich auch mehrere Domains, mehrere Subdomains. Wir haben einen Kunden, der hat AD Manager mit weit über 100 Domains. Und da habe ich zum einen die Möglichkeit, mir alles gesamt zu betrachten oder dann eben die einzelnen mir anzusehen. Was auch gemeinsam ist, ist zum Beispiel eben verschiedenste Reports zu haben, insbesondere aus dem AD Audit, weil natürlich das AD Audit ist natürlich die Audit-Plattform und hier sehe ich dann tatsächlich, ohne jetzt ins AD Audit zu müssen, dann diverse Reports, die kann ich mir hier auch schedulen auf zyklischer Basis, dass man sagt, okay, das brauche ich. Es gibt dann verschiedenste
Compliance-Reports und Compliance-Berichte über alle Plattformen hinweg, bisher DSS, GDPR, was auch immer man halt entsprechend erfüllen muss, da sind in einer übersichtlichen Gruppierung alle Themen, die ich zum Beispiel eben für die DSGVO sowie GDPR, auf Englisch sozusagen bezeichnet wird, so wie GDPR hier ist, entsprechend habe ich hier alle Reports, die für mich relevant sind. Im Administrationsbereich definiere ich dann die Integrationen der einzelnen Komponenten von meinem AD 360. Das heißt, AD Manager Plus und so weiter. Wie gesagt, das ist alles an und für sich ja separat einstellen und konfigurierend installierbar. Und ich habe hier die Möglichkeit zu sagen, okay, mein Exchange Reporter Plus, den installiere ich aber zum Beispiel auf einem anderen Server. Dann stelle ich hier entsprechend eine Connectivity her. Was auch möglich ist, ist AD 360 zu benutzen, ohne dass ich es lizenziert habe. Wenn jemand zum Beispiel AD Manager oder AD Audit, das sind die zwei Produkte, das hält sich ungefähr die Waage, was die Anwender bei uns als erster lizenzieren. Und später entscheide ich mich dann zum Beispiel eben das andere Produkt, also AD Audit oder AD Manager, auch zu benutzen. Das installiere ich auf dem gleichen oder vielleicht einem anderen Server. Dann kann ich kostenfrei die AD 360 installieren. Auch wiederum auf einem anderen Server, wenn ich möchte. Und dann diese beiden Installationen hier mehr oder weniger einfach miteinander verknüpfen, damit ich ein gemeinsames Dashboard habe und dass ich da nur auf diesen Ribbon klicken muss, um dann die einzelnen Komponenten zugreifen zu können. In dem Fall ist es dann tatsächlich so, dass ich eben tatsächlich für AD 360 keine Lizenz habe, wenn ich eine oder mehrere Komponenten ohne dies bereits lizenziert habe. Und noch viel schöner, weil ich zuerst ja auch schon davon sprach, dass das immer sehr fair und straight ist bei diesem Hersteller. Es ist auch tatsächlich so, dass es sich preislich überhaupt nicht unterscheidet, ob Sie jetzt AD 360 lizenzieren und verschiedene Module oder die einzelnen Produkte als solches. Sie haben auch beim AD 360 immer die Möglichkeit, verschiedenste Mengen und Volumen pro Komponente entsprechend zu lizenzieren, sprich maximale Flexibilität. Und preislich, wie gesagt, kupfikatscht auf Österreichisch. Kommen wir jetzt zu den einzelnen Lösungen. Das heißt, wir haben hier AD Manager, AD Audit und Self-Service. Ich gehe hier auf die einzelnen Punkte jedenfalls ein wenig ein. Hier haben wir jetzt einmal den AD Manager. AD Manager ist im Prinzip eine zentrale Schnittstelle oder ein zentraler Stoppoint für alle Active Directory oder und M365 oder und Google Directory Möglichkeiten, die ich hier habe. Ich sehe in meinem Dashboard auf einen Schlag, was geht's bei mir in meiner Domäne, ja, oder meinen Domänen als solches. Ich sehe, wie viele User habe ich, wie viele Inaktive, welche sind deaktiviert, Benutzer mit abgelaufenem Kennwort und die diversen Dinge. Auch nicht nur Benutzer, sondern auch Computer und andere Elemente in Active Directory. Ich habe hier immer eine entsprechende grafische Übersicht und was natürlich sehr schön ist an diesen ganzen Dashboards, ist, dass ich mir tatsächlich hier bereits dann einfach detaillierte Informationen holen kann, um was geht es denn da? Im Grunde, wie gesagt, die aktivierte Benutzer, dann komme ich einen Report, wo man eben sieht, welche deaktivierten Benutzer, von welchen sprechen wir denn hier, von welcher Domäne. Außerdem immer sehr angenehm hier herinnen sind halt Zusatzfunktionalitäten, wie zum Beispiel die Kennwort-Zurücksetzkonsole, die kriege ich mit einem Klick, sehe ich alle meine User, sage bei diesem User, Kennwort jetzt zurücksetzen, ohne große Zauberei und ohne großes Heckmeck in einer direkten Active Directory Pflege. Das geht wirklich easy, cheesy und ganz leicht erreichbar. Das ist aber natürlich nur ein relativ
kleine Komponente an der vielfältigen Möglichkeit, die ich heute einfach im AD-Manager habe. Ich habe hier, wie man sieht, auch Anfragen genehmigt, ausgeführt und so weiter. Hier habe ich auch die Möglichkeit, zum Beispiel Passwort zurücksetzt, Requests prinzipiell eben zu blockieren und über eine Proofing-System freigeben zu können. Der große Schwerpunkt ist aber nicht das Reporting, weil das Reporting haben wir im AD Audit natürlich auch mit enthalten und sogar noch detaillierter, sondern der große Schwerpunkt ist natürlich im Active Directory Management. An einzelnen Benutzer kann man im Active Directory ja wahrscheinlich auch so relativ einfach erstellen als solches. Hier sind die erweiterten, detaillierten Möglichkeiten, die diese Lösung bringt, einfach der Schlüssel. Zum einen kann ich immer eine Balkänderung zum Beispiel machen. Ich kann verschiedensten Benutzern die Kennwörter zurücksetzen. Ich kann verschiedenste Profilattribute zum Beispiel in der Masse ändern. Ja, wenn ich jetzt mich entscheide, ein gewisses Attribut an Active Directory hinzuzufügen, kann ich dann hier über diese Funktionalität für verschiedenste Konstellationen, wie zum Beispiel Benutzer ist in Gruppe sowieso und so weiter, dann kommt in das Attribut dieser und jener Wert hinein. Automatisiert beziehungsweise halt einfach in Masse super organisieren und einstellen. Ich habe sogar die Möglichkeit, hier Userbilder im Balk hochzuladen, sprich ich habe irgendwo Verzeichnis, da gibt es die ganzen Fotos zu den Manschgallen und dann lade ich die einfach synchronisiert hoch. Exchange-Mailboxen einrichten, Zustelloptionen von Exchange-Limits, Speicherlimits und viele andere Dinge. Terminal-Server, alles was im Active Directory halt mehr oder weniger so drinnen steht. Das Ganze nicht nur für Benutzer, sondern auch für Computer, für Gruppen, für Kontakte und Mailbox-Management als solches. Ich habe natürlich auch eine Organisationseinheitsverwaltung. Ich habe die Möglichkeit, verschiedene Ordnerberechtigungen, Freigabeberechtigungen, NTFS und so weiter hier entsprechend zu machen, GPO zu verwalten, Migration von anderen Quellen aus zu machen. Der Clou an der ganzen Geschichte ist folgendes. Wenn ich zum Beispiel so einen einzelnen Benutzer erstelle, dann bekomme ich ein entsprechendes Formular, welches mir halt alle AD-Abfragen gibt und so weiter. Clou Nummer eins ist, dass der Mensch, der diesen Benutzer jetzt erstellt oder diesen Benutzer anlegt, kein Active Directory Administrator sein muss. Er braucht keine Berechtigungen dazu im AD selbst, um diese Informationen anzulegen, zu hinterlegen, zu ändern oder was auch immer. Das macht dann der AD-Manager sozusagen als er selbst, wird aber ganz genau mitprotokolliert natürlich, welcher User wann, welche Werte und so weiter geändert hat, ohne dass er AD-Rechte dazu hat. Das erleichtert aber die Security immens insofern, als dass man für den Fall der Fälle, dass es tatsächlich einen Eindringling gibt oder dass ein User, ein Super-User sozusagen kompromittiert wurde, dass das nicht so tragisch ist, insofern, als dass er nämlich einfach im AD als User keine Rechte hat. Ja. Und der Clou Nummer drei sozusagen ist natürlich, dass ich diese Formulare mir anlegen kann, wie auch immer ich die möchte. Es gibt hier zum Beispiel verschiedenste Vorlagen, Mailbox-fähige Vorlagen, Benutzererstellung mit Basisattributen. Das sind diese Vorlagen, die ich hier entsprechend im Lieferumfang mitbekomme. Und ich kann mir jederzeit über neue Vorlage erstellen, eine eigene Vorlage definieren. Wie soll mein AD User Creation Tool aussehen? Und wenn ich das jetzt zum Beispiel an die Personalabteilung delegiere, AD User anzulegen, dann werde ich das entsprechend so machen, dass mir nur die relevanten Informationen angezeigt werden und alle anderen Dinge nehme ich als Vorgabe, hinterlege sie und die sind dann entweder unsichtbar oder zumindest nicht editierbar. Das kann ich dann eben entsprechend
machen. Ich kann einfach dieses Drag and Drop hier nehmen. Ich sage einfach zum Beispiel, okay, ich brauche Nutzerfoto hier herauf, zack, schreibgeschützt, erforderlich, nichts machen, keinen Hilfetext dazu. Und dann habe ich das hier entsprechend in meiner Vorlage drinnen, die ich dann verschiedensten Benutzern oder verschiedenen Benutzergruppen eben zur Verfügung stellen kann. Aber jetzt nicht nur das User-Anliegen, sondern eben alles andere ist hier auch möglich. Ich habe hier auch natürlich die Möglichkeit, Kontaktinformationen, Exchange, ist er ein postfachfähiger User? Ja, nein. Ist er aus einer externen E-Mail-Adresse? Ja, nein. Und diese Informationen werden alle gleich angelegt. Sie haben hier wirklich tatsächlich dann die Vorgaben, welchen Exchange-Server werden, welche Mailbox-Speicher und so weiter, welche Berechtigungen und das alles mehr oder weniger in einem Aufwasch. Dazu kommt noch vielleicht Anlegen eines M365-Accounts, Ausspielen der M365-Komponenten und viele Dinge mehr. Ich gebe dieser Vorlage dann einfach dem Kind einen Namen und stelle das für eine gewisse Anwendergruppe eben entsprechend zur Verfügung. Über solche Delegationen und Schritte kann ich dann noch zusätzlich hinterlegen, dass ich eben zum Beispiel verschiedene Techniker in dem Fall halt habe, die gewisse Dinge eben können dürfen. Ich habe die Möglichkeit, jederzeit verschiedenste Rollen zu hinterlegen. Das geht einfach nur über Rollen. Der darf zum Beispiel eben nur gewisse Benutzereigenschaften ändern oder gewisse Computer und so weiter machen. Die Personalwesen darf zum Beispiel Benutzer erstellen und Benutzer umbenennen wegen der Namensänderung, aber mehr dann auch nicht. Hier lege ich mir entsprechend einen User an. Wie gesagt, diese User haben dann aber keine Active Directory Berechtigungen, das heißt auch die Buchhaltung oder das Personalwesen kann im AD Dinge erstellen, manipulieren oder löschen, ohne jedoch jemals AD Berechtigungen dafür zu brauchen. Dazu kommt dann noch, dass wir hier dann noch ein Workflow-System haben. Also dieses Workflow-System geht eben dahingehend, dass ich sage, es gibt eine Anfragemöglichkeit, es gibt einen, der das dann prüft, dann gibt es vielleicht auch noch einen, der das dann zusätzlich noch genehmigen muss. Der Vorgesetzte, das kann immer entsprechend konfigurieren und dann gibt es einen, der das dann tatsächlich auch tun muss. Hier gibt es verschiedene Szenarien, die bereits vordefiniert sind mit verschiedenen Schritten. Man kann sie aber jederzeit auch einen einzelnen Szenario und Schritt definieren, indem man die einzelnen, wer ist denn Prüfer und so weiter. Und die definieren wir als Workflow. Und diese Workflows werden dann unter anderem zum Beispiel in diesen Formularen eingesetzt und hinterlegt, damit das Ganze dann mehr oder weniger zum Beispiel einen Approval-Prozess hat. Und es gibt natürlich auch die Automatisierung, von der ich schon gesprochen habe, wo ich dann eigentlich wirklich ein neuer Benutzer kommt her. Ich lade mir vielleicht zum Beispiel Benutzerdetails hoch oder ich gebe dem Personalwesen einen User, dass der das über ein spezifisches Formular macht und im Hintergrund werden neben der Active Directory User Erzeugung oder Löschung natürlich auch dann verschiedene Dinge erledigt. M365 zugewiesen, mit und ohne Lizenz, Mailbox erstellt oder auch Google Apps zugewiesen und so weiter. Hier gibt es einiges an Möglichkeiten. Apropos Möglichkeiten, sieht man hier zum Beispiel in diesem gelben Balken einige Funktionalitäten. Wie eingangs schon einmal erwähnt, gibt es in der Regel bei den einzelnen Produkten immer verschiedene Editions. AD Manager, Standard, Professional, Enterprise und so weiter, die sich dann teilweise natürlich auch durch den Funktionsumfang unterscheiden. So sehen wir hier zum Beispiel in der Testversion, da ist es keine Lizenz eingespielt bei dieser Installation, sehe ich, okay, du hast eine Probeversion, die Professional Edition unterstützt diese Automatisierung und Workflows. Dran denken, wenn du dann das entsprechend lizenzierst, damit du dann nicht eine Standard lizenzierst, weil dann hast du die Funktionalitäten nachher nicht mehr. Wenn man das übrigens macht, man spielt sich in der Trial-Version herum und lizenziert dann eine Standard, sind die Daten dann nicht weg.
sie sind einfach noch nicht mehr nutz- und aufrufbar. Wenn sie eine professionelle Lizenz spielen, ist wieder alles gut, dann sind wieder alle Dinge hier. Ja, es gibt dann auch so ein im AD-Manager selbst auch so ein kleines Alarmierungs- und GPO-Prüfungssystem, das allerdings definitiv viel stärker im AD-Audit mit enthalten ist. Das Backup, das ich Ihnen gerne gezeigt hätte, kann ich momentan nicht zeigen. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich hier auf einer Workstation installiert habe, um eine leere, frische, neutrale Präsentationssetting hier zu haben. Wie wir sehen, sind wir erst beim AD-Manager angelangt und unsere Zeit ist schon wieder fast um, was das Webcast betrifft. Daher werde ich jetzt im Großen und Ganzen ein klein wenig eher durchhasten, bis auf Self-Service. Das machen wir noch mal genauer. AD-Audit als Komponente ist nun nicht genau das, wie es heißt. Ja, das heißt, ich habe meine verschiedensten Active Directory-Quellen, die ich regelmäßig polle, Logs und viele andere Dinge. Und meine Engine macht da das Maximum daraus, aus diesen Informationen, sammelt das, analysiert das, wertet das aus. So, auf dem Dashboard sehe ich zum Beispiel, dass ich momentan keine kritischen oder Trouble Alerts habe, aber ich habe zumindest Aufmerksamkeitsalerts, die kann ich mir dann gleich anschauen und da sehe ich, aha, erfordert meine Aufmerksamkeit, ah, da gibt es ein User Logon Failure. Um 10.38 Uhr auf einem gewissen Server, Bad Password, das muss man sich dann einfach anschauen als solches. Ja. Hat aber natürlich keine Priorität. Priorität wird wahrscheinlich, wenn es orange oder rot ist, aber diese Dinge übersehe ich in Zukunft nicht mehr, für den Fall, dass ich eben AD Audit benutze. Zusätzlich kann ich dann hier noch mir definieren, wie meine Alert Profiles aussehen sollen. Das heißt, was wird mir denn alles alarmiert? Was finde ich denn kritisch? Was ist für mich als Unternehmen in meiner Struktur heikel? Möchte ich vielleicht auch E-Mail-Notifications dazu haben oder SMS oder? Das kann man dann auch entsprechend eskalieren. Und was natürlich dazu kommt, ist, dass ich über die Integration, die Manage Engine für alle seine Produkte verfügt, hier zum Beispiel bei einem Alert auch gleich ein Ticket im Service des Plus auslösen könnte. Ich kann aber jetzt nicht nur Active Directory als solches analysieren und dann nano wieder die entsprechenden Reports ziehen, grafisch über zyklische Exports und Reports, zum Beispiel einmal in der Woche am Freitag wird immer so ein Report erzeugt und dann XY versendet und so weiter. Diese Dinge kann ich alle automatisieren. Sehr schön ist hier auch noch das Analysemodul als solches, wo ich eben wirklich Anomalien oder Risk Assessment habe. In meinem Netzwerk kann ich jetzt nichts herzeigen. Das ist für mich natürlich auch sehr gut jetzt an dieser Stelle, für Sie etwas schade. Also wo ich hier jetzt entsprechend sehen kann, gibt es irgendwelche User Behaviors zum Beispiel oder irgendwelche Risikothematiken, die hier gehäuft vorkommen. Würde zum Beispiel um 1.50 Uhr in der Nacht auf 5 verschiedenen Servern dieses Logon-Failed von einem bestimmten User kommen und vielleicht dann nur im Sekundentakt, da würde mir das hier auf jeden Fall in den Anomalien bzw. in der Riskanalyse ausgewiesen werden, da das dann eben ein nicht mehr normales Verhalten ist, dem man auf jeden Fall dringend nachgehen sollte. Das Ganze kann ich natürlich jetzt nicht nur mit normalen AD machen, sondern eben zum Beispiel auch mit Azure AD oder eben mit M365 und so weiter. Ich habe im Produkt AD Audit auch die Möglichkeit, File-Server zu analysieren, Windows-Cluster, NetApps, EMCs, Synology und so weiter und so fort. Was hier zum Beispiel jetzt zum Beispiel die Konfiguration betrifft, was das rechte Zeugs betrifft, Files Created, Files Modified und verschiedene andere Möglichkeiten, Field Attempt to Read, Folder Permissions, Dateien verschoben, Dateien gelöscht und so weiter. Das kann ich mir hier alles entsprechend auswerten lassen. Ist im AD Audit ein Modul, also das ich entsprechend buchen kann oder auch nicht buchen kann.
Selbiges gilt für Server Audit. Hier ist dann mehr oder weniger neben diesen Network Added Storages und so weiter auch im Serverbereich ein File Integritätsmonitor, Local Log-on, Log-off Analyse und vieles andere mit drinnen. Auch wurde mir am Server zum Beispiel irgendein Removable Device ein- oder ausgesteckt am Server, ja, dass solche Dinge eben entsprechend geauditet werden. Oder hat man sich in irgendwelchen lokalen Accounts irgendwas verändert, Network Shares und so weiter in diese Richtung. Die Analytics, da sind wir zuerst kurz schon reingesprungen, also das sind dann diese Dinge, wo ich dann wirklich ganz gezielt mir zum Beispiel Userverhalten ansehen kann und sagen kann, okay, dieser User, das ist die sogenannte Weber-User Behavior-Analyse, gibt es irgendwelche User, die sich wirklich irgendwie verdächtig komisch benehmen aufgrund der Protokollierung und so weiter. Das ist AD Audit, auch ebenfalls sehr mächtig, weil ich natürlich viele Dinge habe. Da ist man auch nicht so proaktiv drinnen normalerweise, sondern mehr oder weniger eher ein Tool, das sich von selbst im Großen und Ganzen pflegt und überwacht. Der AD Self-Service ist natürlich ein ganz geniales Ding, das habe ich eingangs schon erwähnt. Zum einen bietet es einmal eine ziemlich einfache Plattform, dass sich die Anwender ihre Active Directory-Kennwörter selbst zurücksetzen. Das kann ja auf verschiedenste Art und Weise machen. Es gibt hier einen Multifaktor-Authentifikator, da sind verschiedenste Dinge mit drinnen zum Beispiel. Da gibt es ja YubiKey-Unterstützung, Sammelradius, Azure AD, Microsoft Authenticator, Google Authenticator und so weiter. Die kann ich einbinden, um zum Beispiel eben mein Passwort Zurücksetzplattform, die ich zum Beispiel ins Internet einbinden kann, als iFrame-Webseite, dass der User dann benötigt, um sein Passwort zurücksetzen zu können. Ja. Außerdem habe ich die Möglichkeit, bei der Gelegenheit, ihm, dem Anwender auch anzubieten, Active Directory Informationen zum Beispiel zu verändern. Das gilt zum Beispiel bei einer Heirat, bei einer Änderung des Familiennamens, Wohnadresse, Mobiltelefonnummer, alle Informationen, die ich im Active Directory pflege, sozusagen, die kann ich auch anbieten, dass sich der Anwender selbst auch ein bisschen mitpflegt. Mit oder ohne Approvement-Konfiguration. Und was eben das Schöne an dieser ganzen Konfigurations- und Möglichkeit ist, ich glaube, denke ich, habe jetzt zu viel gesprochen und bin ausgelockt worden. AD Self-Service, was hier eine schöne Sache eben entsprechend ist, dass ich hier verschiedenste Richtlinien definieren kann und die dann auf einzelne User, einzelne Gruppen und so weiter anwenden kann. Klassische Richtwörter, Kennwörter zurücksetzen, ist möglich, ja oder nein. Ein deaktiviertes Konto wieder zurücksetzen und freischalten, ja oder nein. Habe ich die Möglichkeit, selbst Aktualisierungen zu machen. Und ich habe hier natürlich die Variante entsprechend das Layout, was ich erlaube, für die Feldaktualisierung mit zu definieren. Das heißt, ich kann sagen, okay, du kannst da jederzeit ein Foto hochladen von dir, das muss so und so groß sein. Du kannst dir Schreibberechtigungen für den Profilregister deaktivieren, da kann man sich nur anschauen und verschiedene andere Konfigurationen in dieser Richtung. Das Layout definiere ich dann so, dass ich eben diese Felder zur Verfügung stelle, wie zum Beispiel Handy. Mein Pager ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr so wirklich relevant, ja, ist da mal außer, kein Mensch braucht es. Telefonnummern und so weiter, die stelle ich zur Verfügung. Das sieht dann der User auch. Ich kann hier dann noch eine Änderungsregel hintanstellen, dass ich eben zum Beispiel gewisse Kriterien brauche, damit diese Änderungen dann auch akzeptiert sind. Man sieht hier, dass die Funktionalitäten und die Features sozusagen dann im Detail liegen. Wenn man sich AD Self-Service auf den ersten Blick ansieht, hat man vielleicht oft das Gefühl, das gibt es nicht viel her. Ja, das sind genau zwei Menüs. Was soll das schon können? Aber hier liegen die Dinge dann im Detail. Zum Beispiel beim Thema Multifaktor-Authentifizierung kann ich sagen, ich möchte gewisse Multifaktor-Authentifizierung eben haben.
Und zwar jetzt zum Beispiel eben beim Passwort zurücksetzen oder aber, da kommen wir dann noch dazu, auch darüber hinaus. Ich habe die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, pass auf, das Problem, dass man häufig diese Fragen beantworten muss. Diese Methode ist ja durchaus immer noch beliebt. Und dann kriegt man aber Fragen, wo man nicht so recht weiß, welche Antwort geben soll. Ja. Hier ist es dann so, was ist der Name deines Haustiers? Ja, jetzt ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich mehr als ein Haustier habe, was du redest. Ja. Gibst du die richtige Antwort? Welche ist dann die richtige Antwort? Und hier ist es so, dass wir zum Beispiel eben definieren können, ja, das erlaube, das erlaube, das erlaube. Ich habe jetzt mehr als zwei angewählt, ja, weil das vorne so eingestellt ist. Diese beiden Möglichkeiten erlaube ich. Und die coole Sache ist, dass sich das der User dann auch selbst aus dieser Liste auswählen kann, welche Fragen er denn zum Beispiel zum Authentifizieren benutzen möchte. Es geht aber nicht nur darum, ob man Sicherheitsfragen und Antworten hat, sondern wie man hier sieht, ist dieser ganze Ziehharmonika und ich kann hier entsprechend das konfigurieren, welche dieser Multifaktor-Methoden ich anbieten möchte. Ich kann eine oder mehrere anbieten, wenn man sagt, hey, ich hab kein Handy, ja, dann kann ich das SMS optional markieren und der Anwender wählt sich dann beim Einbuchen ins Active Directory auf diese Seite das erste Mal selber aus, mit welcher bevorzugten Authentifizierung er gerne arbeiten möchte. Natürlich kann ich es auch streng vorgeben, keine Frage. Ich habe hier eben die Möglichkeit, ich habe jetzt nur eine konfiguriert und kann ich jetzt auch erzwingen, nur dass er die Sicherheitsfragen nimmt. Ich habe aber, wie gesagt, so standardmäßig die Möglichkeit, dass die Anmeldung auch so erfolgen kann, dass sich der User seine bevorzugte Methode auswählt. So viele Optionen hat man, glaube ich, nicht bei vielen Plattformen, was das betrifft. Grundsätzlich ist es dann so, dass ich dieses sogenannte Multifaktor auch für Endpoints aktivieren kann. Das macht mir das Ganze insofern spannend, als dass ich diese Methoden, die ich zum Authentifizieren im Active Directory oder zum Zurücksetzen von einem Passwort aktiviere, auch jedenfalls für die Maschinenanwendung selbst benutzen kann. Das heißt, meine Desktops bekommen mit diesem dezenten Active Directory Selbstservice-Produkt plötzlich eine Multifaktor-Authentifizierung. Notebooks, Workstations und so weiter. Server würde ich dann eher ausnehmen. Das kann ich hier nicht demonstrieren, weil ich dazu auf jeden Fall einmal ein SSL-Zertifikat brauche, sonst funktioniert die ganze Sache nicht. Aber wir können es uns hier schon vorstellen. Wir unterstützen dann Windows, macOS und Linux. Ich habe wieder diese Faktoren, die ich anbieten kann oder erzwingen kann, die der User dann entsprechend auswählt. Das geht dann natürlich übrigens auch offline. Das heißt, wenn der nicht im Netzwerk ist, funktioniert das natürlich genauso. Außerdem habe ich die Möglichkeit, das Ganze für Outlook Web Access zu machen und für Radius zum Beispiel Anbindungen. Das heißt, dass er eine Multifaktor-Authentifizierung am VPN braucht. Für den Fall, dass das relevant ist, und ich denke, es ist für sehr viele relevant, empfehle ich einfach den AD Self-Service als Trial-Version einfach einmal zu laden. Es ist natürlich nicht destruktiv hier im Ganzen. Klar muss ich, wenn ich die MFA für Endpunkte aktiviere, dann habe ich natürlich einen gewissen Systemeingriff. Ich kann das aber jederzeit garantiert wieder zurückrollen, ohne dass ich hier einen, wie soll ich sagen, einen Schaden erwirke. Lässt sich, wie gesagt, alles entsprechend super konfigurieren, zum Beispiel nach wie vielen Minuten Leerlaufzeiten, was ich wieder Multifaktor anmelden muss, also sprich, man geht auf Mittagspause und so weiter. Wir hatten jetzt erst vor kurzem einen technischen Support-Request, die gesagt haben, ja, aber ich möchte nicht, dass Sie nach der Mittagspause dann nochmal MFA benutzen müssen, weil sonst fällt die Akzeptanz bei unseren Anwendern ins Bodenlose und dann kann ich das da entsprechend so machen. Okay, dann stellen wir halt 75 Minuten als solches. Oder ich sage dem Gerät immer Vertrauen für
einen Tag oder für 23 Stunden. Das heißt, einmal in 23 Stunden muss er sich auf jeden Fall anmelden, sprich am Morgen, wenn er dann kommt, ist das nächste Mal wieder Multifaktor-Authentifizierung erforderlich und vorher nicht mehr. Das kann ich da entsprechend alles definieren und einrichten. Wir haben jetzt noch das Exchange Reporting. Das funktioniert natürlich eh auch anhand so wie AD-Audit, AD-Manager und so weiter, nur halt fokussiert auf Exchange und Exchange Online und Skype, ja, wo ich entsprechend sehe, welche Mailboxen, welche Größen, welche Traffics verursacht wer, welchen Content schickt oder speichert jemand und sonstige Informationen in dieser Richtung. Und was ich versprochen habe, ist noch, dass ich diese Free Tools Ihnen zeigen werde, die sind mit dabei, die kann man sich aber auch so von Manage Engine Seite einfach runterladen. Da gibt es zum Beispiel ein recht cooles Feature, das sind die Local User Management. Das ist jetzt diese Maschine hier, von der ich auch präsentiere. Hier sehe ich, und das ist ja ganz schnell gegangen, klar, ist einmal lokale Maschine, dass ich hier diese Local Accounts habe und dass der Administrator Account entsprechend enabled ist. Ich habe auch die Möglichkeit, hier einen User dazuzufügen oder entsprechend zu deaktivieren, Kennwort zu setzen oder Gruppenmembership zu machen an die einzelnen lokalen User, ohne dass ich wirklich auf die lokale Maschine gehen muss. Das können wir uns kurz ansehen. Das geht natürlich auch mit anderen Maschinen. Schauen wir mal. Versucht die gerade die Maschine anzubinden und dann wird dementsprechend das ausgelesen und umkonfiguriert. Die ist aber, glaube ich, nicht online momentan. Das ist nur eins der vielen Tools, die ich hier entsprechend in diesem Tool hier habe. Zum Beispiel Service Account Management. Auf welcher Maschine gibt es die entsprechenden Service Accounts? Das sehe ich mir hier an. Und was tun diese Accounts? Welche Services werden denn hier dann entsprechend ausgeführt? Service Account. Was macht dieser Service Account? Wo wird der überall benutzt? Get Associated Services. Das lese ich hier entsprechend alles aus. Wie sind die Credentials für diese Services? Ist ein winziges Tool, hilft aber oft, um einzelne Problemmaschinen vielleicht besser in den Griff zu bekommen. Dazu gibt es dann noch ein bisschen Active Directory Reporting Tools. Und Domänen-Reporting-Tools, die ich mir hier entsprechend auslesen kann. Kleine Tools und Werkzeuge, Entschuldigung, mit die mir meinen administrativen Overhead entsprechend erleichtern. Ja, aber ein bisschen überzogen, wir sind am Ende im Prinzip der Live-Präsentation, im Großen und Ganzen kann man das so sagen. Und ich würde sagen, dass Sie zum einen jetzt natürlich gerne, wenn Sie noch Zeit haben und möchten, Fragen-Antworten-Sektion nutzen dürfen oder die Chat-Variante. Oder Sie schreiben mir gerne natürlich auch oder unserem Team an support.nestic.at oder an office.nestic.at Ihre Fragen. Falls Sie meine E-Mail-Signatur selbst meine persönliche E-Mail-Signatur haben. Da ist auch immer ein Link drinnen zu meinem Kalender und da kann ich zum Beispiel haben, Manage Engine Produkt Consulting buchen für 30, 60, 90 Minuten. Nutzen Sie das rege, wenn Sie entsprechend konkrete Szenarien und Fragen haben, was passt denn für mich oder was setze ich hier für diese und jene Herausforderung denn am besten ein. In diesem Sinne würde ich sagen, danke für Ihre Aufmerksamkeit und in den nächsten Tagen kommt dann die nächste Einladung zum nächsten Live-Webcast zum Folgeschwerpunkt fürs Manage Engine.